Servus und herzlich willkommen, Leute. Pokémon Blattgrün, die dritte der Top 4. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich Eich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Brandy, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Das glaube ich eher weniger, dass du das kannst, Agathe. Du bist genauso alt und verschrumpelt wie der Professor Eich. Oder besser gesagt, die Professor Eichel. Donnerblitzfunke. Wir haben jetzt eigentlich nichts so besonders Effektives gegen die. Von daher tut mir das leider leid. Das wird so ziemlich der schwerste Kampf werden. Der letzte Kampf gegen Gary wird, glaube ich, noch etwas leichter als der hier. Wie wir den anstellen wollen, den Kampf... Ah, fuck, ich habe vergessen. Normalattacken haben hier keine Wirkung gegen die. Shit, man, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Dürfen. Wir haben aber noch die Schockwelle, wenn mich nicht alles täuscht. Die müsste immer treffen, ob er Donnerblitz Doppelteam macht oder nicht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich wollo. Der Konfusstrahl gibt uns natürlich allerdings auch einen voll ins Gesicht mit. Jetzt lohnt es sich für uns, einen Hyperheiler einzusetzen. Da wir eben auch so krass verletzt sind. Alles klärchen, Doppelteam, dich ruhig weiter, Gengar. Ich hoffe, unser Donnerblitz trifft einmal, bitte. Finsterfaust. Das tut richtig weh, glaube ich. Nee, Statik, das ist super. So. Yes! Super geil. Super. Erster ist erledigt. Perfekto. Wir wechseln aufs Pokémon gleich. Ah, wobei Golbat, das ist durchaus machbar mit Funke. Ein Donnerblitz und das ist, wobei es könnten ruhig auch zwei werden. Bin mir nicht sicher. Es könnten durchaus zwei werden, außer wir haben jetzt hier Probleme und wir sterben an der Giftzahnattacke. Und das tun wir auch. Oh. War eigentlich schon allerdings fast zu erwarten. So, wir probieren es nochmal mit Lapras und einem Eisstrahl und in der Hoffnung. Oh fuck, das Golbat ist schneller als wir. Oh. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, nee. Das gefällt mir über... Oh, dann noch Windschnitt. Das gefällt mir noch weniger. Lapras, come on, please. Greif an. Yes. Reich, bitte. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So, Lapras erreicht nicht Level 8. Arrrr, Bock. Schick mal Ling rein. Lassen Ling ein bisschen Psy strahlen. Gegen Arbok haben wir was. Und zwar unser Schlafpuderchen. Das, denke ich, ist ganz effektiv dagegen. Und danach können wir mit einem Psy-Strahl ein bisschen bearbeiten. So, ich denke mal, gegen Gengar haben wir auch eigentlich den Eisstrahl, der nicht gerade uneffektiv sein dürfte. Aber wir müssen eigentlich Lapras aufheben für Siegfried. Oder, nee, wobei ist das Siegfried? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall der vierte, der hat nämlich Drachen-Pokémon und der ist der Eisstrahl ziemlich effektiv und bringt uns auch einiges. Von daher wäre es eigentlich schon fast ratsam, da den Eisstrahl aufzubewahren. Aber wir haben ja noch Top-Äther und einen Volltreffer, ein Elixier. Deswegen denke ich mal, dürfte das keine allzu großen Probleme machen. Probieren wir es mal mit Lapras. Noch einmal. Agathe hat nur noch zwei Pokémon. Jetzt ist so die Frage, ob ich diesen Part jetzt gleich beende oder ob ich durchgängig aufnehmen werde. Das ist jetzt so... Das weiß ich noch nicht so ganz. Das muss ich jetzt überlegen. Ob ich nicht Siegfried auch noch in diesen Part packe, weil die Agathe ist jetzt gleich fertig.
so wie es aussieht. Die ist gleich komplett durch. Aber unser Lapras ist jetzt auch gleich durch, so wie es aussieht. Oh, okay, okay. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wie wäre es, wenn wir Ling einsetzen und unser Ling jetzt ein bisschen Spukball, das ist effektiv, oder? Oh, das ist sehr effektiv. Das ist zu effektiv für meine Verhältnisse. Das ist mir zu effektiv, Kumpel. Hör auf damit, das ist mir zu effektiv. Wie wäre es mit Fackel? Du kannst das schaffen. Das ist ihr letztes Pokémon, also bitte. Mach irgendwas. Oh man, come on, please. Jetzt macht der Traumfresser. Wollen wir wetten? Ich könnte wetten, dass er einen Traumfresser jetzt machen will. Aber das lasse ich nicht zu. Da bin ich zu gut dafür, oder? Matschbombe, okay. Ich dachte, es kommt ein Traumfresser. Ich dachte, es kommt ein Traumfresser. Flammenwurf, bitte. Jetzt. Bitte, Mann. Gibt's ja wohl nicht. Fängt er mir ja mit Hypnose. Hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich. Das ist mir zu lächerlich gerade hier. Machen wir mal eine Top-Genesung. Einfach, weil wir es können. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass wir... Natürlich werden wir vergiftet, was noch sonst ist. Ja, also. Jetzt werden wir hier auch noch vergiftet. Aber er kann uns nicht mehr einschläfern. Ah, aber er besiegt unser Glurak jetzt. Das ist natürlich nicht gerade noch... ja, es ist jetzt so die Frage, ob das jetzt es wert war. Andererseits, wir haben es auch besiegt, das war es wert, ja. So, Lapras Level 48, das war ganz wichtig. Ach, er hat noch einen Alpollo. Ja, das ist so eine Sache, das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel. Habe ich jetzt kein Problem damit. Dann schick halt deinen Alpollo her. Ich denke mal, das wird uns jetzt nicht so auf die Fluch. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Der hat da einen Fluch auf uns gelegt, okay. Heißt das, wir sind jetzt gleich auch dran. Oh, das jetzt sehe ich schon. Mhm. Aber es ist nichts passiert, oder? Nee, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Boah. Boah, war das eng. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Danke. Danke, dass du das auch begriffen hast. Wurde aber auch langsam Zeit. So, jetzt müssen wir mal alle anderen heilen. Hypertränke werden auch langsam knapp. Das heißt, wir müssten langsam mal aufpassen, wie wir mit unseren Sachen umgehen. Ja, so knapp 40 Tränke haben wir noch. Sollte eigentlich... Also, ich sag mal, eigentlich müsste es reichen. Aber man weiß ja nie, vielleicht passiert noch irgendwas Unerwartetes und ich bin mir einfach nicht sicher. So, wir werden auch auf Lapras ein Elixier benutzen. Dann AP wurden alle aufgefüllt, das war wichtig. So, Hypertrank auf die beiden noch. Und komm, das tun wir alles in einen Part bringen. Siegfried tun wir nur alles in einen Part. Und dann sind wir quasi im wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, vorletzten Teil. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt versagen und dann werden wir erstmal eine Training-Session hinlegen. So, wir werden einfach mal anfangen mit Lapras. Außer er fängt mit der Aerodactyl an, dann würde ich natürlich gerne auch mit meinen Funken anfangen. Andererseits... Fangen wir einfach damit an. Ich habe bereits von dir gehört, Brandy. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, deinem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier, Brandy. Ja, Siegfried.
träum weiter. Ich denke mal nicht, dass der Ausflug hier für uns jetzt enden wird. Garados, umso besser. Freut mich nämlich auch. Unser Funke hat dagegen auch noch etwas zu, hat auf jeden Fall auch noch eine Stärke dafür. Mit seinem Donnerblitz, definitiv. Da spricht nichts dagegen. Aber, wunderschön eigentlich. Hyperstrahl geht daneben. Wunderschön. Erstmal eine Top-Genesung für seinen Garados, was sowieso gleich drauf gehen wird. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Donnerblitzen wir. Und kommt nochmal derselbe Schaden auf? Wenn nicht, ist kein Problem. Halbier ihn nur. Habe ich auch keinen Stress mit. So, okay. Dann machen wir jetzt nochmal den ersten Angriff. Und das Garados ist weg. So schnell geht's, Siegfried. So schnell geht's. So, Funke, 2500 Erfahrungspunkte. Dragonier wird angerufen. Schicken wir mal Lapras jetzt in den Kampf. Und los. Alles klärchen. Ich dachte nicht, dass wir uns so gut schlagen könnten gegen 6 Level stärkere. So, jetzt packen wir mal den Eisstrahl nach oben. Wutanfall. Ah, es ist schon nicht gerade uneffektiv, da bin ich mir sicher. Vor allem, wenn er jetzt dann im Wutanfall verfällt. So, sehr effektiver Eisstrahl. Oh, fuck, man. Sehr schön. Haben wir aber auch Dragonier besiegt. So, Aerodactyl. Jawollo. Da werden wir gleich unseren Funken wieder einsetzen. Der hat da einiges zu melden. Mit seiner Donnerblitzattacke. So, na dann. Komm her, Kompagnon. Antikkraft, das tut weh. Das tut gleich richtig weh. Ja, ich dachte es mir schon. Das habe ich mir schon richtig gedacht. Aber das müsste auch richtig wehtun für ihn. Und das tat schon gut weh. Jetzt ist so die Frage, heilen oder nicht heilen? Sind wir schnell genug oder nicht? Nein, sind wir nicht. Aber selbst wenn wir es geheilt hätten, bringt nichts. Unser Funke wäre trotzdem drauf gegangen. Probieren wir es mit Lapras und einem Eisstrahl. Und hoffen jetzt einfach mal, dass... Oh, das war nicht clever von mir. Egal. Nee, das war nicht egal. Das war nicht clever von mir. Das war überhaupt nicht clever von mir. Jetzt hätte ich den Eisstrahl gebraucht. Fuck, war das blöd. Aber wobei, das ist auch sehr effektiv. Habe ich jetzt auch nichts dagegen. Muss ich sagen. Wir müssen aber Lapras definitiv jetzt auswechseln. Jetzt kommt ein zweites Dragonier. Wir werden einmal Ling reinholen. Für ein Schlafpuderchen. Ja, das ist recht schnell vorbeigegangen, dieser Kampf. Da sehe ich jetzt keine großartigen Probleme mehr da drin. Sehr, sehr, sehr gut läuft dieser Kampf gegen die Drachen-Pokémon für uns. Wir werden jetzt auf jeden Fall zuallererst mal Expidermis von Dragonier heilt sich sein Problem mit Schlaf. Aha. Das heißt, wir haben keine Chance, dieses Dragonier einzuschläfern. Das heißt, unser Lapras wird direkt wieder in den Kampf gerufen. Okay. Weil, kein Problem, mach du nur eine Donnerwelle auf uns. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Ich hatte jetzt nicht so den Drang, einen Top-Beleber werde ich jetzt auch benutzen. Weil es wichtig ist. Ja, benutzt du den Wutanfall nur. Kein Stress, Mann. So, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, noch einen Angriff zu benutzen, zumindest. Ohne, bevor wir... Ah ja, das war eigentlich schon fast klar. Ach komm, probieren wir es einmal. Wir haben ja so viele Top-Genesungen. Komm, einmal benutzen wir sie. Ling darf auch mal was erledigen hier in der Pokémon-Liga. Hat noch nicht so viele Einsätze gehabt. Ja, wobei, einige hat er schon, weil... Oh, da ist jetzt jemand verwirrt. Vor Erschöpfung. Machen wir nochmal einen Hulpertrank, weil der hat schon über die Hälfte der KP genützt. So, Dragonier ist verwirrt und verletzt sich bitte selber. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt ein Psystrahling. Zeig uns mal, ob das effektiv ist. Es ist nicht so sehr effektiv. Nicht so ganz, nee. Es ist nicht so ganz effektiv. Und wie sieht's mit Silberhauch aus? Tut das weh?
auch nicht so ganz. Ja. Was soll ich sagen dazu? Da fällt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr dafür ein dazu. So, wechseln wir mal auf Lapras, weil das hat eine super schöne Attacke für Dragonier, und zwar den wunderschönen Eisstrahl, den er dem Dragonier sowas von ins Gesicht rotzen wird. Zack! Und das war's mit dir, Dragonier. Sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, wir könnten sogar die Pokémon-Liga packen. Finde ich eigentlich erstaunlich, dass wir das so, ich sag mal, so heile hinbekommen haben. Bis jetzt Level 60 quasi der erste Gegner, okay. Das ist schon ein richtiger Brocken. Das sind 12 Level über uns. Das heißt, das da wird kaum was abziehen, auch wenn es effektiv... Ich wollte also jetzt sagen, dass das ein Volltreffer ist und dass es reicht. Und dass unser Lapras Level 49 ist. Ach, doch nicht. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Ja, das bin ich, Mann. Danke. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Brandy. Nun bist du der Champion im Pokémon-Liga. Hm. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist... SSG. Oh, er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Wir heilen uns jetzt kurz. Wobei es eigentlich gar nicht so viel zum Heilen gibt, so wie ich das sehe gerade. Ja, eine Hyperheiler. Und wir sehen uns in der nächsten Folge im wahrscheinlich finalen Part Pokémon Blattgrün. Chosen.